Alle Experimente in unserer Show werden von Expertinnen und Experten vorbereitet und durchgeführt. Sie sind nicht geeignet, um zu Hause nachgemacht zu werden, und das ISD Austria übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die dabei entstehen. Herzlich willkommen bei unserer Show hier am Campus des Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg. Wir stellen uns heute die super gescheite Frage: Wie stark ist Luft? Geburtstagstorten ausblasen ist total easy. Allerdings kann ich das aus der Entfernung nur machen, weil diese Torte sicher niemand essen wird. Ansonsten ist Geburtstagskerze ausblasen in Corona-Zeiten eine echte Herausforderung. Ich muss ja genügend Abstand von der Torte halten, damit sicher keine Viren auf der Torte landen. Und aus 3 oder 4 Meter Entfernung kann kein Mensch Kerzen ausblasen. Aber warum ist das eigentlich so? Hallo Michael, hey, du hast ein Räucherstäbchen mitgebracht. Da kann man eigentlich wunderbar beobachten, wie die Luft strömt. Können wir uns das im Detail anschauen? Ja, Bernhard, ja. Hast du ein Stativ da? Für dich natürlich, immer. Mein offizielles Räucherstäbchen-Stativ. Sehr gut. Passt es? Ja. Moment, ich hole noch einen Hintergrund, dass man es ganz gut sehen kann. Also wenn man sich das im Detail ansieht, sieht man, dass oberhalb des Räucherstäbchens die Luft oder der Rauch gerade aufsteigt, aber sehr schnell in einen chaotischen, turbulenten Zustand übergeht. Kann man da was dagegen tun? Sehr wohl. Ich habe hier ein Rohr mitgebracht. Wenn man jetzt dieses Rohr hier drüber stülpt, sieht man, dass die Rauchfahne, die aufsteigt, viel länger in einem geordneten oder wie wir es nennen, einen laminaren Zustand verbleibt, bevor sie oben, wenn sie raufsteigt, in einen chaotischen oder in turbulenten Zustand übergeht. Aha. Das ist ja absolut faszinierend. Das heißt, du forschst an Räucherstäbchen? Nein, den Geruch würde ich nie aushalten. Okay, das kann ich verstehen. Aber woran forschst du wirklich, Michael? Wir forschen an dem Übergang zwischen laminarer oder geordneter Strömung zur Turbulenz oder zum Chaos. Wie man den verhindern kann und wie man vom Chaos wieder zurück zur Ordnung kommen kann. Das heißt, ihr lasst zuerst das Turbulenz-Chaos ausbrechen und versucht dann wieder zur schönen Ordnung zurückzufinden. Wie kann das gelingen? Zum Beispiel haben wir kleine Modell-Hubschraubermotoren in eine Rohrströmung gegeben und diese haben zusätzliche Wirbel in die Rohrströmung hineingebracht. Und diese zusätzlichen Verwirbelungen haben dazu geführt, dass die Turbulenz und die anderen Wirbel abgestorben sind und so die Rohrströmung in einen laminaren, geordneten Zustand übergegangen ist. Das heißt, ich stecke mehr Chaos ins Chaos und am Ende kommt eine schöne Ordnung raus. Das ist ja wirklich faszinierend. Wo bringt uns das was? Zum Beispiel in den Adern unseres Körpers. Also nahe des Herzens, in der Aorta, kann es sein, dass turbulente Strömungen auftreten. Und dort, wo turbulente Strömungen auftreten, bilden sich auch verhäuft Krankheitsbilder aus, die in weiterer Folge zu gefährlicheren Krankheiten führen können. Absolut spannend, dass Strömungsforschung auch möglicherweise helfen kann, gefährliche Krankheiten eines Tages vorzubeugen. Super. Michael, ich habe jetzt noch eine Challenge für uns. Es hat wieder zu tun mit der Frage, wie man Kerzen aus einer größeren Entfernung ausblasen kann. Bist du bereit? Ich bin bereit. Michael, das sind meine selbstgebauten Vortex-Kanonen, also einfach eine Erdnussdose. Hinten, wo der Boden war, ein Luftballon drüber gespannt und in den Deckel ein kleines Loch geschnitten. Und damit kann man ganz gezielt Kerzen ausschießen, und zwar völlig virenfrei. Aha. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Auf mein Kommando versuchen wir beide, unsere Kerze auszuschießen. Wer es als erster schafft, hat gewonnen. Jawohl. 3, 2, 1, go! Jawohl! Bravo! Super, Michael! Gratulation, gewonnen! So, das war jetzt die kleine Version. Und jetzt machen wir das Ganze in riesengroß. Wir wollen ja immer noch eine Geburtstagstorte aus 20 Meter Entfernung ausblasen. Dazu wechseln wir rüber in den großen Hörsaal. Bist du bereit? Ja. Dann gehen wir, komm. Hey. So, da haben wir jetzt wirklich genug Platz, um die Riesenversion unserer Erdnussdose auszuprobieren. Also im Prinzip genau das Gleiche. Auf der einen Seite ist eine Kunststofffolie drüber gespannt und hier ist das Loch. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, was passiert, wenn ich da hinten draufklopfe. Ja, das muss man sich so vorstellen. Also wenn du da hinten draufklopfst, erzeugst du einen Druckstoß. Und dieser Druckstoß bewegt die Luft in der Tonne nach vorne. Und dann wird sie durch dieses Loch wie durch eine Düse durchgedrückt und muss beschleunigen. Und wenn sie hier raus beschleunigt, verwirbelt sie sich mit der Umgebungsluft, die stillsteht. Und es bildet sich ein Ring.
Und der Ring ist ein sehr stabiler Strömungszustand, mit dem man sehr weit schießen kann in dem Fall. Das heißt, das ist kein chaotischer Wirbel, sondern ein unglaublich stabiler und auch schöner Ringwirbel. Aha. Den schauen wir uns jetzt an. Der entsteht natürlich immer, aber damit wir ihn sehen, müssen wir jetzt Nebel aus der Nebelmaschine reinfüllen. Und ich mache genau das gleiche wie vorher. Und wenn ich jetzt hinten drauf klopfe, dann sollte ein wunderschöner Ringwirbel entstehen. Und da ist er auch schon. Das macht Spaß. So, Michael, jetzt schauen wir, ob wir tatsächlich auf die volle Länge hier im Hörsaal eine Geburtstagstorte ausblasen können. Eine Vortex-Kanone habe ich noch gebaut. Das hier ist im Prinzip genau das gleiche wie bei der blauen, sogar kleiner. Aber hier entsteht der Druckstoß nicht durch hinten drauf klopfen, sondern ich leite ein hochexplosives Gas in die Tonne. Und wenn das zündet, dann hat das natürlich viel mehr Wucht. Es entsteht ein sehr schneller Vortexring, der in diesem Trichter noch nach vor beschleunigt wird und dann gerade nach vor schießt. Und da sollte es möglich sein, die Torte, die ganz da hinten steht, mit einem Mal auszublasen. Probieren wir es aus? Gut. Passt. Jetzt fluten wir den Trichter mit Nebel. Ich fülle die Tonne mit Gas. Oh oh. Achtung. Ja, super, es hat funktioniert. Bravo, Michael. Vielen, vielen Dank. Es hat riesen Spaß gemacht mit dir. Das war die Folge Wie stark ist Luft? Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Da stellen wir die super gescheite Frage, wie heiß ist kalt? Bis dann. Und wir, Michael, wir schauen, was wir jetzt noch alles umschießen können, okay? Ja.